Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Elden Ring. Ja, ich bin nach wie vor hier am Feuer, wahrscheinlich vorm Boss. Die ganzen Kleinkram-Gegner hier haben wir noch nicht gemacht. Hier sind etliche Nachrichten, Freund suchen, ich ertrage das nicht und erstens Ruhe. Jo, das wird jetzt ein Fail, relativ sicher. Ich gehe mal hier auf meine Wölfe, guck mal, was wir machen können. Und jetzt wird sich wahrscheinlich Godric zeigen oder wer auch immer, mal sehen. Godric? Ja, doch, könnte sein. Mighty Dragon. Thou'rt a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. Der hat ein paar Arme und ein paar Körper. I command thee. I am the Lord of all that is golden. Nett. Godric der Verpflanzte. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich könnte die Wölfe jetzt schon rufen. Will ich das? Ja gut, es ist eh nur ein Test. Meine 4000 Seelen, von denen habe ich mich schon verabschiedet. Wir gehen direkt mal auf die Heilung und gucken mal, was abgeht. Jo, der mäht hier alles nieder. War klar. Aber wir halten einen Block, würden wir sogar aushalten. Jo, der mäht die richtig weg. Also hier mit Multiplayer-Hilfe ist das vielleicht ganz geil. Ach du Scheiße. Okay. Da hat er sein Waffentalent genutzt. Er macht ziemlich viele Zauber und Kram. Ich dachte eigentlich, wir könnten den jetzt so krass backsteppen oder so. Oh, Schaden stimmt aber. Er ist aber unfassbar langsam. Also nutzen wir das doch einfach mal. Er macht ja gar nichts im Prinzip. Die Fläche hier ist auch groß. Also Fernkampf, würde ich jetzt sagen, geht hier eigentlich noch. Vor allem, wenn man vielleicht wartet, bis er irgendwelche Angriffe hier rausdonnert. Ah, hier, Nachricht wurde bewertet. Jetzt habe ich eine Heilung bekommen. Saugeil. Gib mir noch Heilungen, Leute. Gib mir noch Heilungen. Ach, da. Wenn ich ein besseres Timing hätte, wäre es möglich. Was ist eigentlich... Ich gehe jetzt mal in einen normalen Infight. Mein Block war oben. Hallo? Und meine Ausrolle war auch am Start. Was geht denn ab? Gerade keinen Bock mehr, mein Controller. Ich schwör's euch, ich habe wirklich die Sachen geklickt. Ich würde es zugeben, wenn es nicht so wäre. So, also hier in der Phase ist er dann mega angreifbar, wenn er den Move macht. Wenn er sich da so verschätzt. Eigentlich könnt ihr nur weggehen, bis er das macht, sage ich mal. Jetzt hier den Move da. Autsch, außer er trifft euch. Das kann dann wehtun. Gut, ich habe bald keine Heilung mehr. Es wird schwierig. Aber es waren jetzt auch etliche dumme Spielfehler wie dieser hier zum Beispiel dabei. Muss man halt auch sagen. So, was war das hier nochmal? Weiß ich schon nicht mehr. Ach, ja, den Move halt. Jetzt bin ich down. Oh, Alter. Kann jetzt jemand mal gerade kurz meine Nachrichten beurteilen? Wäre geil. Oh, Alter, er macht schon einen ordentlichen Statusschaden. Also hier Haltungsschaden sozusagen. Ah, jetzt kommt der Move. Aber wenn man den dodgen kann, da hat man echt eine krasse Chance, Damage zu machen. Oh Gott. Gut, okay, man muss halt auch realistisch sein. Ne? Ich habe jetzt echt schon etliches an Leben verballert. Und... bin tot. Nee, noch nicht. Jetzt aber gleich. Kann bitte jemand meine Nachrichten bitte bewerten? Bitte! Bitte bewertet meine Nachrichten positiv. Ja, also Waffe könnte ich ja eventuell noch leicht aufwerten. Das wäre so eine Möglichkeit. Noch ein bisschen was zu machen. Ansonsten wird es schwierig.
ihn irgendwie umkreisen. Oh, die Reichweite der Waffe ist so schlecht. Ein Special mal nutzen, wilde Schläge, bringt das was? Nicht wirklich, ne? Ich wollte gerade sagen, es war ein Mega-Dodge, aber war es doch nicht. War nur Ausdauerschaden. Es hat aber ausgesehen, hat gerade ausgesehen, als ob er mich komplett aus dem Leben gehauen hätte. Hier muss man ein bisschen weggehen. Gut, jetzt kann ich es mal so versuchen, weil ich ja eh kaum noch eine Chance habe. Also im Nahkampf wird er mich bekommen. Ich versuche es jetzt hier so, in der Hoffnung, dass wir da Schaden machen. Gut, er ist ja verpflanzt, hieß es. Autsch. Vielleicht macht ihm dann... Genau, hier an der Stelle dann... Nein, Mann, Monty. Hier an der Stelle dann vielleicht Feuerschaden oder sowas. Ja, macht kaum Schaden. Und wirft er die Angriffe zurück? War das gerade so? Mir kam doch gerade... Niedere Befleckung, ihr taugt nicht mal zur Verpflanzung. Ja, okay. Also ich glaube, Fernkampfeinheiten als Hilfe wären, glaube ich, schon mal besser. Warum ist hier eigentlich keine Hilfe? Gut, ich könnte andere NPC-Leute oder andere Spieler mir helfen lassen und so. Wäre natürlich erbärmlich. Okay, Waffen upgraden. Das könnten wir auf jeden Fall noch machen. Dazu gehe ich mal ganz kurz in die Schmiede. Ich muss mich nicht hinsetzen. Irgendwie mache ich es trotzdem immer wieder. Ich müsste noch ein paar Aschen am Start haben. Und ich müsste auch noch ein paar Dinge zum Verkaufen am Start haben. Das müsste ja beim Schmied auch gehen. Vielleicht gibt er mir auch mehr. Das können wir dann gerade mal testen. Ja, aber den traue ich mir schon zu. Auch wenn das vielleicht jetzt alles so semi-geil war. Aber da waren jetzt echt etliche Spielfehler drin, die man eigentlich vermeiden kann. Wenn ich den ein bisschen lerne, wann mache ich mal einen Fernkampfangriff, wann mache ich einen Nahkampfangriff. Ich glaube, dann geht da schon einiges. Ah, über Roderica bietet er mir wieder was an, was ich mit ihm reden könnte. Und es wird auch angeboten, oder vorm Boss jetzt hier auch mit den gesprungenen Töpfen. Ach stimmt, das Fett könnte ich noch nutzen eventuell, um da mehr Damage zu machen. Können wir auch mal gucken gleich. Ja, mal gucken. Also es gäbe etliche Möglichkeiten, da ein bisschen was auszurichten. Hier hole ich mir jetzt auf jeden Fall ein paar Seelen rein. Schwert der Getreuen geht weg. Der ganze Kram natürlich nicht. Den wir nicht doppelt haben. Hier Spaltaxt haben wir etliche Male gedroppt bekommen. Das ist jetzt halt so der Vorteil in dem Sinne von Arkanenergie, wenn man so möchte. Oh, die Pike oder ja, Pike. Wann ist die gedroppt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Irgendwo habe ich die noch bekommen, keine Ahnung. Hier, die Partisane kann auch einmal weg. Ich hoffe, ich verkaufe nicht irgendwann aus Versehen mal irgendwas Falsches. Das wäre echt zu übel. So, Schild der Getreuen haben wir etliche Male. Und dann müssen wir gleich mal gucken, was es überhaupt kostet, das Upgraden. So, das kann weg, das kann weg. So, gehen wir mal ins Upgraden. Was meint ihr über Roderica schon wieder? Ich habe mit dem Mädchen gesprochen. Sie hat eine Gabe für Geistereinstimmung. Also habe ich ihr alles erzählt, was ich weiß. Ich stehe in der Schuld einer Geistereinstimmerin, die ich vor langer Zeit traf. Mehr konnte ich nicht tun, um ihr Andenken zu ehren. Es tut mir leid, dass ich an euch gezweifelt habe. Och jo, da musst du mal gucken, was ich da gerade mit Godric veranstalte. Also kann man schon mal dran zweifeln. So, hier könnte man ein bisschen mehr Damage nochmal rausziehen. Puh, ja gut, okay, machen wir jetzt, denke ich mal auch. Und hier können wir auch mehr Damage rausziehen. Fernkampf-Damage, sehr schön. Leider nicht mehr. Schild verbessern macht keinen Sinn. Okay, aber haben wir auch wieder zwei Vorteile gesehen. Die Waffenverbesserung könnten wir nutzen. Klar, ich könnte den ganzen Online-Krempel nutzen. Objektherstellung, was hätten wir da? Mit den gesprungenen Töpfen. Wo brauche ich denn gesprungene Töpfe? Weiß das jemand? Weil es ja extra so angeboten wurde. Ah, hier, Töpfe. Ja, Behälter 3. Achso, genau. 3 gesprungene Töpfe und dann kann ich das 3-mal herstellen, oder was? Nach hinten werfen oder werft dies, um Feuerschaden zu verursachen. Oh, das könnte ich einige Male herstellen. Gut, ich könnte es einige Male herstellen, aber nicht so oft nutzen. Aber machen wir auch mal das, was wir mal gesehen haben, einfach. 3-mal kann ich es herstellen, dann holen wir es auch 3-mal mit. So, dann auch in die Objekte. Ausrüstung, jetzt hole ich mal die Wölfe, würde ich sagen, raus. Die haben sich jetzt nicht bewährt. Raus mit euch. Den runzligen Finger hole ich auch mal raus, um da jetzt nicht zu stören. Das Ding hol mal raus.
Nachrichten schreiben wollen wir auch nicht. Die Laterne bleibt drin. Und dann holen wir jetzt rein mal ein Fett, was wir eventuell nutzen können. Ist er gegen Feuer anfällig? Ich weiß es nicht. Es sah eben eigentlich nicht so aus. Aber er ist verpflanzt. Also machen wir mal... Oder... Blut? Ne, oh, Blut. Blut wäre auch geil. Machen wir Blut. Und dann machen wir noch diese gesprungenen Töpfe. Wo war das? Ah, hier. Okay. Die setzen wir auch noch rein. Die setzen wir an den Punkt hier. Ja, und so merkt man. Ja, so wird das so langsam. Okay. So, also wieder auf zum Boss. Das war hier an der Stelle. Und da gucken wir mal, ob wir was ausrichten können. Aber ich denke, mit zwei NPCs oder zwei Multiplayers, meine ich, wäre der, glaube ich, schon Geschichte gewesen, eben schon mit der Leistung. Ich weiß nicht, klar, zweite Phase, weiß ich nicht. So schlecht war es aber, glaube ich, alles insgesamt nicht. So, jetzt können wir gleich das mit dem Blutfett mal ausprobieren. Wir können mal, wie gesagt, die Geisteradligen. Probieren wir zuerst mal den Feuertopf, was der da so an Schaden anrichtet. Und wie der überhaupt funktioniert, keine Ahnung. Kann sein, dass das jetzt alleine schon in die Hose geht. 100 Schaden. Naja, danke. Ich bräuchte eine Beurteilung. Das ist natürlich jetzt auch schlecht an meiner Spielweise, da ich ja jetzt sehr wenig auf LP gesetzt habe und so viel auf Arkanenergie und was sicherlich umstritten ist, gebe ich zu. Ist es halt folgendermaßen so, dass ich halt eigentlich nicht mit halber Energie und so spielen kann, weil ich direkt One-Hit wäre und so. Das ist halt die andere Geschichte. So, holen wir mal die Adlige hier raus. Ich muss halt sagen, der andere Krempel hier hat mich jetzt nicht so überzeugt. Holen wir mal das Blutfett rein, hätte ich gesagt. Hätte ich gern gemacht, ehrlich. So, ich heile mich nochmal. So, die machen da ein bisschen, die räumen ein bisschen auf mit ihm. Ja, aber der Schaden hier, der haut halt alles weg. Ja, der räumt halt direkt alle NPCs weg mit dem Move da. Generell mit seinen 2-3 Moves, die er da drauf hat. Wie erkenne ich, ob mein Blut da noch drauf ist auf der Waffe? Ah, an dem Schimmern, okay. Ich weiß auch nicht, ob er dagegen anfällig ist. Also der Feuertopf, finde ich, hat sich nicht bewährt. Finde ich jetzt nicht so nice. Da kann ich auch gerade auf die Waffe wechseln. Und vielleicht einen besseren Bolzen oder sowas reinholen. Ah, der Dodge hat nicht gestimmt. Der aber dafür. Ja. Meine LP müsste ich so langsam einfach verstärken. Das muss man einfach sagen. Gucken wir mal, wie hier der Schaden jetzt aussieht. Ich wollte gerade sagen, der wird mich doch nicht treffen. 73. Wie viel hatten wir eben? Keine Ahnung. 73. Müsste ich nochmal gucken in der Aufnahmepause. Geht aber, dafür ich so viel Müll gemacht habe letzten Endes. Ah, jetzt habe ich eine Nachricht beurteilt bekommen. Danke. Vielleicht sieht das gerade jemand und ist nett zu mir. Na gut, kann ja nicht sein. Och, jetzt habe ich es wieder vergessen, dass ich in dem Spiel wegrollen kann, wenn ich ganz gemütlich aufstehe. Ja, also ich habe sein Movement, wie man sieht, noch überhaupt nicht drauf. Er macht schon sehr viele schnelle Angriffe, das kann man nicht anders sagen. Oder so nicht ganz klar bestimmbare Angriffe sozusagen. Weit kannst du nicht schlagen. So weit aber. Ey, komm, du musst dann schon treffen, Junge. So, wenn er seinen Magieangriff da macht, sein Stampfen, dann kann... Ja, hiermit locke ich ihn eigentlich immer an. Nee, es stimmt nicht, was ich da rede. Doch, da macht er den Move hier. Oh, jetzt hat das aber verändert. Ich dachte jetzt eigentlich, er kommt so angesprungen. Kommt dieser lange Angriff. Oh, der zu lang ist. Ja, wenn ich den Anfang nicht so verkackt hätte mit den vielen Tests und so. Kann ich wegblocken, ne? Waffe wechseln. Nein. Jetzt kommt der Move, oder? Ne, auch nicht. Was macht er denn? Du bist ja immer gemütlich unterwegs. Jetzt kommt der Move. Auch nicht. Er holt jetzt immer die Magie da raus. Ich dachte jetzt, er macht immer diesen Sprung-Move, wo er
Ah, jetzt kommt das mit dem Stampfen in den Boden, oder? Auch nicht? Oh Mann, ich hab gar keine Ahnung. Sehr schlecht. Okay. Ja, mit viel Übung, Training und so weiter geht das vielleicht. Jetzt machen wir was anderes, und zwar, weil ich es einfach auch noch nie gemacht habe, auch so als, ich weiß, es ist erbärmlich und es ist umstritten, aber wir werden es jetzt mal versuchen, und zwar Objekt, Ausrüstung. Jetzt haben wir so ein paar Dinge gesehen. Also das hier hat mich nicht überzeugt, die Gespenster haben mich eigentlich auch nicht überzeugt, aber gut, klar, ich muss ja irgendwas drin behalten. Blutfett hat mich auch nicht mega überzeugt. Wir machen was anderes, und zwar das hier, und zwar dieses PV oder dieser Multiplayer-Ansatz, das dürfte das hier sein. Offenbart Koop und feindliche Zeichen, das habe ich nämlich mal falsch gelesen, Krummfingermedizin offenbart Kooperativ- und Wettkampfzeichen für Mehrspielermodus, Kooperativzeichen tragen die Farbe Gold, feindliche Rufzeichen die Farbe Rot. So, machen wir jetzt einfach mal. Ich setze das jetzt mal rein und da gucken wir mal, wie das funktioniert. Ob das funktioniert, ich habe es noch nie gemacht. So, so können wir jetzt angeblich da irgendwie andere Mitspieler und so sehen. Und das sehen wir auch direkt hier. Bieten sich einige an. Sehr geil. Und dann kann ich, glaube ich, keine Geister mehr rufen. So, hier sehe ich so einen Typen. Da sehe ich auch immer, wer das ungefähr ist. Ein Magier wäre, glaube ich, geil oder so. Du siehst aus, als ob du Magie wirken könntest. Artorias. Oh, auch eine Alfred. Eine schöne Anspielung auf die Vorgänger, Artorias, glaube ich. Ja, und da holen wir den Typen, hätte ich jetzt noch gesagt. Geht aber nicht, der ist schon gerufen worden. Ich glaube, man kann immer zwei rufen. Oh, du siehst gut aus. Du kannst mit, guck ich. Das sieht gut aus. Bist ja freundlich. Ja, und das, wie gesagt. Ja, mögen viele nicht so sehr, muss man sagen. Der hier kann bestimmt auch Magie. Ich weiß nicht, wann die jetzt kommen, ob der jetzt kommt. Hier, der Cookie hat zugesagt, anscheinend der andere nicht oder sowas. Hol mal den mal dabei. Der Gast lässt sich nicht rufen. Ich glaube, ich darf immer zwei rufen, glaube ich. Deswegen rufen wir ihn jetzt mal. Link lässt sich auch nicht mehr rufen. Ich weiß nicht, ob das geht. Kromp, jetzt ganz schnell. Ja, 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 ich mache ja schon. Der will hier erledigen, der Kollege. Hey, du bist hier in einem YouTube-Video, Cocky. Ich bleib mal locker. So, sehr schön. Da sind alle am Start. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das funktioniert hier. Jetzt können wir auch ganz erbärmlich auf Fernkampf gehen. Jetzt machen wir es so richtig cheesy. Und vielleicht mal ohne Fehler, ohne gröbere Spielfehler, vielleicht auch mal Phase 2 dann sehen. Keine Ahnung, was das denn ist. So, die tanken den mal schön und ich bin so richtig... Oh, die machen Damage. Jetzt könnte man das noch so machen hier, um es noch krasser zu gestalten, könnte man so spielen, dass man die Leute noch tankt. Quatsch, dass man die noch healen kann. Gibt es nämlich auch Möglichkeiten, so zu spielen. Also über Priester und so weiter. Jetzt macht er den Move. Das ist ja ein Magier-Move. Und da ist er eigentlich schön für Fernkampf anfällig, wie man gerade sieht. Und auch für andere Moves. Oh, Kockisch, ich habe auf dich gesetzt, Junge. Nein, du warst meine Hauptfigur, auf die ich gesetzt habe. Nein, nicht Kockisch, sie haben Kockisch getötet. Ey, der hatte das krasseste Schwert. Da seht ihr mal wieder, dass das nichts auszusagen hat. Aber sie sind halt so bessere Helfer, als wenn ich alleine oder mit meinen Geistern das probieren würde. Achso, ich habe keine Pfeile mehr, oh, keine Bolzen mehr, traumhaft. Kann ich überhaupt damit was ausrichten? Oh, oh, was war denn das gerade? Was hat da so einen fetten Schaden gemacht? Keine Ahnung. Das war ich bestimmt. Der war verpflanzt oder so. Oh, zweite Phase oder sowas. Er brennt. Okay. Was wächst nach? Komm, sag's mal. Of dragons, lend me thy strength. Ah.
Jo, ist auf jeden Fall nett. Gar nicht nett. Leute? Wie soll ich denn das umgehen? Bitte? Muss ich da richtig stehen irgendwie? Muss ich das wegblocken oder so? Keine Ahnung. Also, Gronkh ist gut, den ich dabei habe. Mach ich so viel Schaden? Ist das der Feuerdamage, der da so reinkloppt? Ne, das ist doch er hier hinten, oder? Er macht doch den Schaden so krass. Autsch. Ich sollte vielleicht am Leben bleiben. Ist das schlecht, was ich hier gerade mache? Ich bin hier der Ultra-Bro in Dark Souls und Elden Ring und so. Geht so, ne? Aber es geht ja so. Irgendwie können wir uns so durchschießen. Ja, so viel Schaden mache ich nicht wirklich. Das müssen wir, glaube ich, einfach nur blocken, den Kram. Oder uns hier hinten dran stellen. Komm, dann mache ich mal vorne mit. Mich mal mit ordentlichem Schaden mit. Jetzt bin ich gleich down, ist ja klar, ne? Ja, komm, ich will es nicht mehr riskieren. Dafür läuft es gerade zu gut. Ja, das blockt er aber tatsächlich ab. Wenn er den Wirbelwind da um sich hat, dann blockt er das ab. Habt ihr das gesehen? Da kann ich mit Fernkampfangriffen kaum mehr was ausrichten. Und hinter die Statue? Geht nicht. Ging aber eben, oder? Oder hinter den Drachen oder was auch immer das ist. Nein! Nein, 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 nein! Ja, genau das hat mir gerade mein Nein von den Lippen lesen. Hat mich das Nein von den Lippen lesen lassen. Von meinen eigenen Lippen. Oh. Stirb. Alter, Alter, Alter. Ist auf jeden Fall lustig. Also der Feuerschaden, das ist ja wirklich... Aber da hat man schon gesehen, mit zwei guten Multiplayer-Koop-Leuten geht da schon einiges. Ja, wenn ich die Haltung nicht verliere, hätte ich eine schöne Angriffsphase gehabt. So nicht. Ja, mit dem Feuer weiß ich einfach noch nicht, was abgeht. Ja, jetzt bin ich auch gleich down. Ich hab geblockt. Ich hab sowas von geblockt, du Kackspiel, Alter. Mann. Jetzt ist meine Tochter noch wach geworden, jetzt muss ich mich noch gleich um die kümmern. Also jetzt kommt alles zusammen. Ja, ich muss mal irgendwie in die Angriffsphase nochmal kommen. Vielleicht ein bisschen risky Angriffsphase, wer weiß. Jetzt bin ich tot. Okay, er macht auch Greif-Moves, das wusste ich nicht. Ja, dann grillt er mich nämlich einfach weg. Ach ja, Pfeile sind ausgegangen, habe ich zu spät gecheckt. Der andere Mitspieler war nicht stark genug, um dem Boss hier entgegenzutreten zu können, meines Erachtens. Und ich selbst war es auch nicht. Bloß meine Tochter wurde gerade wach, ich muss mich jetzt also um sie kümmern. Aber man sieht es, so in der Art kann man ihn zumindest mal Multiplayer-mäßig, Koop-mäßig machen. Da wird er schon deutlich, deutlich einfacher, wenn man da ein paar gescheite Leute am Start hat. Ich denke, im nächsten Part werden wir es dann machen und versuchen. Jetzt hat er uns noch schön den Arsch versohlt, zwei, dreimal. Und ja, so sind wir ein Stück vorangekommen. Meine Waffe ist einfach noch grottenschlecht. Das ist einfach... Ist die schlecht, Alter? Ja, aber... Ja, so in der Art kann es gehen. Auf jeden Fall nice. Und vielleicht auch mit Buffs und so weiter arbeiten. Und ja, mit Fernkämpfern, wenn die da auf den draufhalten, denke ich, ist der 0, nix down. Da muss man ein bisschen gucken. Mal gucken, vielleicht haben wir im nächsten Part dann mehr Glück. Ich mache jetzt Schluss, muss mich um meine Tochter kümmern. Ich wünsche euch was. Viel Erfolg bei dem Boss. Ich denke, so kann man ihn, also mindestens so kann man ihn mal schaffen. Jo, und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.